bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bernbruder und begrüße euch heute zu einem neuen Part von Nutzlos. Wir sind das letzte Mal bei dem einsamen Einsiedler stehen geblieben, denn wir brauchen seine Hilfe. Ohne ihn können wir denn nämlich nicht weiterkommen und es wird sich zeigen, warum wir seine Hilfe brauchen. So, ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte, dass wir damals bei ihm das Gartentor offen stehen lassen haben. Ach, ihr seid es. Was ist los? Stimmt was nicht? Ihr Trottel, habt das Gartentor nicht wieder zugemacht? Oh, Tatsache. Jetzt seht ihr meinen Garten an. Wie viel von meinem schönen Gemüse noch da ist. Alles haben sie mir geklaut, diese Schmarotzer. Oh, das tut mir ehrlich leid. Das war keine Absicht. Wie blöd muss man denn sein? Oh, wenn du wüsstest. Haben dir deine Eltern nicht beigebracht, dass man Türen auch wieder schließt? Naja, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Also, warum seid ihr hier? Wie ist es euch ergangen? Okay, anscheinend hat das keine allzu großen Konsequenzen, außer dass er ein bisschen auf uns geschimpft hat. Es ist sehr viel passiert. Dank dir konnten wir Terrence finden, Nathalies Bruder. Und gerade noch rechtzeitig, er war in keiner guten Verfassung. Außerdem hat sich Morvena uns angeschlossen. Ihr seid eine bunt gewürfelte Gruppe, das muss man euch lassen. Was kann ich für euch tun? Das ist etwas kompliziert. Wir haben den Zauberer Selidot getroffen. Mein Gott, ist das ein lächerlicher Name. Er sagte, du würdest an einer Flugmaschine arbeiten. Wir würden sie uns gerne ausleihen. Selidot? Ja, er kam vor einiger Zeit mal bei mir vorbei. Es ist richtig, ich arbeite an einer Flugmaschine. Oder zumindest etwas Ähnlichem. Ganz egal, wie du es nennst. Hauptsache, es kann fliegen. Wir bräuchten das wirklich dringend. Da es sich hier um meine Flugmaschine handelt, gestattet mir die Frage, wo soll die Reise hingehen? Zum Südkrater. Was in aller Götternamen wollt ihr am Südkrater? Ja, wie gesagt, ich neige zur Ehrlichkeit, von daher. Na gut, es hat ja doch keinen Zweck. Selidot hat am Südkrater eine starke magische Präsenz gespürt. Wir gehen davon aus, dass es der letzte Geist ist, den wir noch aufwecken müssen. Je schneller uns das gelingt, desto besser. Alles klar. Das ist zwar nicht alles auf Anhieb leicht zu glauben, aber es klingt zumindest logisch. Ich helfe euch. Die Freundschaft zu Fragezeichen, und zwar sie geschehen. Was heißt zum Fragezeichen? Also ist das jetzt. Also zu dem Typen oder zu einem unbekannten Person aus unserer Gruppe? Das, naja, werden wir ja sehen. Klasse, danke. Dann borgst du uns deine Flugmaschine? Nein. Was? Ich hab mir hier den Mund fusselig ge... Immer locker. Erstens habe ich keine Flugmaschine, zweitens ist meine Erfindung noch gar nicht fertig. Wenn ihr also überfliegen wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten. Oh nö. Oder ihr helft mir mit der Fertigstellung. Oh, das sind ja lausige Optionen. Nichts leichter als das. Was brauchst du? Mir fehlen Stoffe für die Außenwand. Ich habe bereits alles aufgekauft, was die Geschäfte mir bieten konnten, aber es reicht noch nicht. Ich nehme alles, was sich irgendwie zu Stoffe arbeiten lässt. Fusseln, magische Fusseln, Papier, insgesamt 50, egal von was. Ach, insgesamt, okay. Ich sage euch sogar, wo ihr das bekommen könnt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich jemand auf der kleinen Insel etwas südlich niedergelassen hat. Ah, die Monsterinsel hat also endlich geöffnet. Er hat dort ein Gewerbe aufgebaut und die Insel umbenannt zur Monsterinsel. Ah, ja. Angeblich bekommt man dort alles, was das Herz begehrt. Mehr kann ich euch dazu leider nicht sagen. Ich hatte noch nicht die Zeit, persönlich hinzureisen. Versucht einfach euer Glück. Einen neuen Auftrag. Habt ihr schon alles? Ich brauche Fussel, magische Fusseln. Erstmal nichts tun. Gucken wir doch einfach mal am besten, wie es so allgemein momentan aussieht. Bei uns im Inventar. So. Ja. Also er hat gesagt, magische Fusseln und Fusseln. Insgesamt 50. Davon haben wir 2, davon haben wir 1. Ja, dann fehlen uns ja nur noch 47. Oh Mann. Also Fussel und magische Fussel. Aber da war noch irgendwas. Aufträge.
Flugmaschine. Papier. Ja, Reiseinformationen besorgt die Gegenstände, alles klar. Moment mal, erforsche den Südkrater und finde den letzten Geist. Wo ist der Südkrater nochmal? Das Training gefällig? Ach ja, da war ja noch was. Ringelschwing muss in der Mittelschwing. Aha, okay. Für die Schlüssel, für den hinteren Teil der Mine. Wer braucht denn sowas? Ach ja, da war doch diese Kettenquest. Oh Mann, da war ja doch noch ein bisschen was. Das Erz, bring ihm das Erz und lass ihm da was herstellen. Bring mal die Enkelin. Oh Mann. Na gut. Und mal Todessehnsucht. Achso. Ob ich noch ein paar Nebenquests abklappern soll? Erstmal muss ich gucken, ob das hier der Südkrater ist. Nö, das ist nur einfach ein Tunnel. Tja, gut. Dann, aber die anderen Nebenquests, da könnte ich bestimmt noch ein bisschen was machen. Also. Ja gut, das eventuell Gespensterstunde. Ja, im Prinzip. Das hier könnte ich ja noch machen. Genau. Pagode nördlich von Unarello. Und in Königstadt, da kann ich ja glaube ich noch meine. Skills, beziehungsweise. Nee, warte, Moment. Moment, da muss ich jetzt doch nochmal nachgucken. Genau, doch. In meinem Zuhause könnte ich ja noch, eventuell ein paar Sachen herstellen, die zum Beispiel den Sinn geben und dann nochmal diese Quest da machen auch. Genau, das mache ich gleich auch. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gehe ich auch hier hin. Dann kann man ja vielleicht schon mal hier ein bisschen trainieren und so und beziehungsweise die ganzen Sachen sammeln. Und dann sich gegebenenfalls wieder heilen, wenn es soweit ist. Aber schauen wir mal. Hallo mein Freund. Na, bist du auf der Suche nach einer kleinen Herausforderung oder dem ultimativen Vermögen? Genau genommen beides eigentlich. Eigentlich suchen wir bestimmte Gegenstände. Ein Freund gab uns den Tipp, dass wir sie hier bekommen können. Gegenstände, Geld, Erfahrung, Herausforderung. Bei mir bekommt ihr alles auf einmal. Cool, also wir bräuchten. Nee, so funktioniert das nicht. Hat er vorhin euch das nicht erklärt? Nein, er war noch nie persönlich hier. Warum? Was verlangst du? Dann will ich mal verraten, wie das hier abläuft. Als erstes gebt ihr mir 5000 Drachgold. Ja, ich glaub's halt auch. Das ist die Gebühr, die ihr bezahlen müsst. Im Gegenzug dafür dürft ihr so lange bleiben, wie ihr möchtet. Wenn ihr bezahlt habt, schließe ich euch die Tür auf, die in das Innere der Monsterinsel führt. Dort könnt ihr im Gras gegen alle Monster kämpfen, die es auf unserer schönen Welt gibt. Großartig, was? Und ich habe sie alle persönlich gefangen und hier eingesperrt. Sie vermehren sich schneller, als ich erwartet hätte. Ihr müsst euch also nie Sorgen machen, ihr könnt die Monster ausrotten. Alles, was ihr vom Kämpfen bekommt, ist 100% euer Verdienst. Ich will nur diese klitzekleine Gebühr von 5000 Drachen. Und weil ihr neu seid, gebe ich euch einen Tipp gratis. Die Gegenstände, die ihr sucht, wo, Moment mal, woher weiß er das, was für Gegenstände wir suchen, der ist so wie unheimlich der Typ, findet ihr am ehesten in den Gebieten Nummer 3 und 6. Das werde ich mir direkt notieren. 3, 6, wunderbar. Jetzt wird er mir unheimlich. Ja, das, genau das habe ich ja schon vorher erkannt. Ich habe gar nicht gesagt, welche Gegenstände wir suchen. Ach, und wundert euch nicht, falls da irgendwo ein Ball auf dem Boden liegt. Vor kurzem war so ein Knirps hier. Würde sagen, der war nicht älter als 10. Der hat tatsächlich mit Bällen nach dem Monster geworfen, bevor er dann gefressen wurde. Schön. Also wie sieht's aus? Wir wollen rein. Dann gib mir bitte die 5000. Das Geld reicht nicht. Oh, wie scheiße. Dann können wir ja doch noch gar nicht hier rein.
Oh Mann, oh Mann. Immer diese Geldgeier hier. So, auf alle Fälle könnte ich, genau, in Königstadt da, in meinem Heim, in meinem bescheidenen, wenn ich noch wüsste, was... Ah nee, das war ja die Stadt da quasi unter Königstadt, stimmt. Ja, ja. Das hier müsste es sein. Jawohl, ja. Eine Werkbank. Waffen. Okay, nichts. Zwischenprodukte. Sinngeber. Kette des eines Kettenhemdes. Tasse war es. Wo kommt das denn schon wieder her? Verdammt nochmal. Ja, stilles, was haben wir zum Glück genug? Hm, gibt dem Leben. Die gibt schon einen Sinn. Hm. Ja. Kette eines Kettenhemdes. Wer verkauft sowas? Und überhaupt. Achso, Moment mal. Oh, das hier wird mir gedacht, hier ist mein Hühner. Hm, du hast was für mich? Oh. Ein Trank gegen Hühnerallergie. Woher wusstest du, dass ich. Egal, du hast mir dritten, vielen Dank. Sollten meine Hühner nochmal abhauen, kann ich sie jetzt endlich selber einfangen. Oh, warte, du bekommst natürlich was dafür. Quietschhändchen. Cool, endlich mal was zum Spielen. Jetzt brauchst du nur noch eine Badewanne. Ist sie für mich oder was? Gegenstände. Quietschhändchen. Spielst du für die Badewanne? Ja, toll. Oh, aber ich weiß genau, wer die braucht. Hehehehe. Ich erinnere mich da tatsächlich gerade an einen Typen. Ja, Sinngeber kann ich leider nicht erstellen, weil ich ja leider nicht an Material mal wieder habe. Vielleicht hat ja einer im Shop was für mich. Hm? Ich kaufe mir ein Schwert, weil ich glaube, dafür gibt es eine Errungenschaft. Kette eines Kettenhemdes. Wunderbar. Eine Tasse brauche ich noch. Aber ganz schnell. Gibt's nicht hier. Sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Essbare Waffe. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Als nächstes hast du dann vielleicht noch was für mich? Nein, leider auch nicht. Verdammt nochmal, wo kommt denn eine Tasse her? Ja, jedenfalls nicht, wie es aussieht. Vielleicht ja in der königlichen Stadt. Nein, leider auch nicht, wie es aussieht. Tasse, oh mein Gott. Kann ich ja wirklich hier was herstellen? Wunderbar. Sehr geil. Da kann ich den Sinngeber jetzt tatsächlich herstellen. Herstellen, wunderbar. Einmal Sinngeber hergestellt. Ja, wunderbar. Gegenstände. Wo ist der Sinngeber? Da. Gib mir den Gegenstand Sinn. Ja, alles klar. Gut. Dann hätten wir das auch schon mal. Als nächstes berichten wir auf da zu diesem anderen Kontinent oder was das ist. Ja, toll, wo ich ein Schiff geparkt. Das wäre auch gar nicht so schlecht zu wissen. Ich glaube da oben. Jawohl. So, jetzt ist nur die Frage. Sure.
also erstmal hier zu dem und das Quietschhädchen abgeben. Ich gerade selber wundern, dass ich das oben noch so genau weiß, wo hier was ist. Genau, das war doch der mit der Badewanne, ja. Ja, das kennen wir schon. Ja, genau. Oh, das ist ein Quietschhähnchen. Das ist aber süß. Jetzt habe ich endlich was zum Spiel für die Badewanne. Danke. Hier, das habe ich im Wald gefunden. Medizin. Na toll. Und wer braucht das jetzt wieder? Medizin. Warum liegt Medizin im Wald rum? Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt mal zu diesem Meister da gehen, würde ich sagen. Ein bisschen Training kann ich schaden. Wo war das denn nochmal eigentlich? Doch, genau, der braucht doch, glaube ich, die Medizin, oder? Hier. Genau, Medizin für meinen Mann. Ich danke dir, ich muss ihn sofort verabreichen. Es geht ihm schon etwas besser. Vielen Dank nochmal. Ich gebe euch dafür auch etwas. Spezielles Saatgut. Saatgut. War irgendwo vielleicht die Ernte schlecht oder so? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja, werden wir vielleicht noch herausfinden. Vielleicht kommt die Antwort ja irgendwann ganz von selbst. Überlegen, was konnten wir denn noch machen? Mit dem Mann geht es langsam besser, wunderbar. Naja, hier jedenfalls nichts mehr, glaube ich jedenfalls. Klar, doch, hier war das ja. Nicht wahr? Der Meister ist wieder da. Geht rein, wenn ich trainieren will. Wunderbar. Sehr gut. Hier speichern. Ach Mensch, die Musik kenne ich doch. Das war doch die Musik aus dem Minispiel von A Swift's Life. Mein Gott, habe ich wieder ein gutes Gedächtnis heute. Ihr seid es. Willkommen in meiner bescheidenen Trainingshalle. Habt ihr Lust, eure Kampftechniken bei mir zu perfektionieren und vielleicht sogar ein paar neue zu lernen? Ich trete aber immer nur gegen einen von euch auf einmal an. Alles andere wäre schließlich unfair. Hinter mir an der Wand findet ihr 6 Waffen, weltjenige, die zu dem Krieger gehört, mit dem ihr gegen mich kämpfen wollt. Eine Axt. Möchtest du den Kampf beginnen? Jawohl, ja. Gut, zuerst mal werde ich ihn vollständig heilen. Wunderbar. Los geht's. Der Kampfmeister erscheint. Ja, Kampfschreie. Erstmal. Oh. Der haut aber ordentlich zu. Meine Gegenstände benutzen. Ah ja, dann. Das ist alles kein Problem hier. Ja, komm mal euch mal so an. Alles kein Problem. Einfach eine gegrillte Forelle. Das Problem ist vergessen. was? Ach nee, komm. Aber auch mit so einer Scheiße. Ist ja gefährlich. Kraft gegen 3 zu finden. Absolute Nutzlosigkeit. Der Anwähler wird sich der Nutzlosigkeit des Universums bewusst. Ja, komm schnell nochmal. Dann mache ich auf alle Fälle hier stark. Jawohl. Das ist eine gute Kombination. Ja, komm. Ja, dann nochmal so. Ja, doch, das klappt sogar gut, denke ich.
Nee, komm, jetzt auch wieder den Pegel raus. Das geht, das, also das geht jetzt so weit hier. Nein, ja, was denn noch alles? Ja, toll. Jetzt hält er sich immer und immer wieder. Ganz großes Kino. Ja, genau, Fluglichkeit. Ich glaube, es hackt so eine. Was ist das für ein Typ? Der heilt sich halt immer und immer wieder. Das geht so nicht, mein Freund. Es langt. So, ich muss ja auf alle Fälle wieder einen Gegenstand, wieder einen großen Trank. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich hier so viele Tränke verbrate. Kämpfe, Technik, Stange. Ein großes Teil könnte ich mir machen. Ausgezeichnet. Starten wir nochmal. Ja, komm, ist okay. Und das soll es auch dann gewesen sein. Oh. Naja, gut. Das macht nichts mehr. Ich habe besiegt, aber sehr unbefriedigend diese XP. Für diesen Kampf. Ingvar. Du hast dich sehr gut geschlagen. Hier ist eine Belohnung. Technikbuch Soldat. Oh, oh. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn das für ein komischer Statuseffekt? Naja. Lass das mal den Terrenz machen. Der macht das schon. Was? Was? Wird das jetzt für immer oder was? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Bin ich so verflucht worden? Oder, so, jetzt muss ich mal gucken. Ingvar. Vorsicht, nicht zu viel davon beim Kochen verwenden. Aha. Interessant. Wichtiges. Technik, ein Buch, in dem man besondere Technik für Soldaten beschrieben wird. Hey, das sieht aus wie eine besondere Technik für mich. Aber irgendwie verstehe ich sie nicht. Vielleicht muss ich noch mehr trainieren. Oh Gott. Ja gut, ich lasse das dann erstmal so mit dem Training. Lass mich mal gucken. Aufträge. Diese Quest hat irgendwie auch kein Ende. Du solltest das dadurch jemand geben, der im Schnee lebt. Oh, dann weiß ich sogar, ja. Sehr schön. Das liebe Erz. Ja, Brief an die Engel. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Enkelin ist. Oh Mann. Genau, dann haben wir ja noch den Sinngeber. Steht da vielleicht was für den Nullnummern kommt? Nein. Was auch immer das für ein komischer, was für eine komische, ja, was das auch immer für eine komische Statusveränderung ist. Ich hoffe, sie ist jetzt nach der Übernachtung weg. Sehr gut. Gut, das wäre also auf jeden Fall das. Moment mal. Etwas Training. Ich habe das auch. Ah, wahrscheinlich muss ich das mit allen machen. Na gut, aber naja. Das werde ich jetzt nicht machen. Wollte ich nur zumindest mal einmal ausprobiert haben. Ja, dann werde ich jetzt tatsächlich zu den Schneemenschen fahren, denke ich. Jedenfalls nicht. Aber da.
seid ihr denn da? Klimasalbung geben, spezielles Salbungs, was sogar im tiefsten Winter angebaut werden kann. Das klingt perfekt, danke. Im Gegensatz dafür gebe ich dir das hier. Käsekuchen. Ach nee, das war nicht... Moment, nein. Ach, wo haben wir das? Aufträge. Wie braucht denn sowas? Jetzt bin ich immer gespannt. Jetzt kannst du dich revanchieren. Bei wem? Verstehe ich nicht. Bei wem denn? Bei wem soll ich mich revanchieren? Verstehe ich nicht. Das ist jetzt interessant. War das etwa... War das vielleicht bei dem, weil der mir das Schiff gebaut hat? Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Mensch, bei mir war das denn nochmal? Ja gut. Zumindest könnte ich erstmal bei diesem Sinngeber da. Also bei dem Typen, der keinen Sinn in sein Leben geht, sieht. Also mit dem könnte ich gleich das Themen abgeben, aber hier war nicht noch was. Kann ich da nicht was machen? Nee. Jedenfalls da nicht. Hier ist ja auch niemand. Ja. Also auch nicht, okay. Ach ja, genau. Ja, dann hier kann ich auch nichts mehr machen. Im Prinzip. Da war ich bei dem Typen in der Badewanne. Wem soll ich mich revanchieren, verdammt? War hier vielleicht einer? In Unarelo? Okay, hier ist keiner. Vielleicht im Haus. Oh, da ist einer. Also erstmal auch nicht. Da war ja das nur das Spukhaus. Ja. Oh, aber hier ist ja noch was. Na gut, aber hier war ja jetzt auch, glaube ich, so weit niemand Relevantes. Nein. Ich mache keinen Fehler. Niemals. Joa. Was gucken wir denn da noch hin, frage ich mich. Wir müssen erstmal diese, vor allem diese 5000 Sachen Gold irgendwie zusammenkratzen. Wie sieht es denn hier aus? Ah ja, das war das. Oh Mann, oh Mann. Okay, das sind nur Läden. Ich versuche einfach hier. Ich glaube zwar nicht, dass... Ja, das ist aber... Naja. Ihr zwei hat das, glaube ich, auch nichts Relevantes zu sagen.
Also auch hier wird nichts sein. Gut, da war nix, da war nix. Oh, aber hier sind noch ein paar Orte. Genau, hier ist noch was. Porta Comanta. Hier sollte eigentlich diese Enkelin sein. Oh mein Gott. Da ist sie. Ich glaube, das ist sie. Hi, ich bin gerade von einer legendären Reise wieder nach Hause gekommen. Oh. Also ist es wohl nicht. Ich bin sehr enttäuscht. Nö, euch nicht. Tja, die Enkelin ist und bleibt weiter verschollen. Oder bist du die Enkelin von dieser Oma da? Nein. Oder ist sie vielleicht hier im Laden drin? Schlüssel reparieren. Ja, mein kaputten Schlüssel gefunden. Kannst du so etwas auch reparieren? Ein Schlüssel aus normalem Metall? Ja, das müsste gehen. Wir haben allerdings keine Ahnung, zu welcher Tür er passt. Ich werde ihn mir mal ansehen. Stone, einen Moment, könnt ihr inzwischen einen Gefallen tun? Ich habe hier ein Paket, um das meine Nachbarin Alice gebeten hat. Ich habe nur gerade keine Zeit, es ihr zu bringen. Könnt ihr das für mich erledigen? Gut, dann machen wir das mal. Kein Problem. Und ich glaube, ich habe dann zumindest so eine leise Ahnung, wo wir den Schlüssel einsetzen müssen. Nämlich in der Mine. Paket. Oh, das ist der neue Hammer, um den ich gebeten habe. Unser Schmied hat wahrscheinlich zu viel zu tun, um ihn mir selber zu bringen. Danke, dass du ihn für ihn übernommen hast. Ach, jetzt kann ich den Brief doch geben auf einmal. Das ist hier interessant. Du hast noch etwas für mich? Das ist ein Brief von meiner Großmutter aus Fiseria. Lass mich lesen, was sie schreibt. Postbote. Tja, das fand ich aber tatsächlich jetzt in dem Fall nicht so gut gelöst, dass man den Brief erst dann abgeben kann, weil man auch das Paket abgegeben hat und nicht schon vorher. Es geht ihr gut und sie vermisst mich. Ach, meine liebe Omi, wie gern würde ich sie noch einmal besuchen. Vielen Dank, dass du die weite Reise auf dich genommen hast, nur um mir den Brief zu bringen. Kein Problem, es lag alles auf dem Weg. Ja, genau. Ihr seid Abenteurer, nicht wahr? Kommt ihr demnächst noch einmal in Fiseria vorbei? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Es kommt ganz auf an, wohin uns das Schicksal führt. Wäre es vielleicht möglich, dass ich mit euch komme? Ich bin Weißmagierin und immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich noch weiter zu verbessern. Und falls wir in die Nähe von Fiseria kommen sollten, würde ich unheimlich gern meine Oma besuchen. Ja. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich heiße Alice, aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ja, dann nennen wir dich doch glatt so, würde ich sagen. Alice hat sich dann geschlossen. Auftrag abgeschlossen. Und einen neuen mal wieder. So, da haben wir ja schon mal 500 Drachengold. Wunderbar. Tja, jetzt ist die Frage. Wir haben doch eigentlich nur 4 Gruppenmitglieder, nicht wahr? Einmal. Oh nein, 5. Aber die kann doch gar nicht kämpfen, oder? Also, beziehungsweise nicht an vorderster Front. Oder geht das irgendwie, dass man die austauschen kann? Also jedenfalls sehe ich jetzt keine Option, wie man das machen könnte. Na gut, Nö, eigentlich nicht. Doch, ich spreche nochmal. So, jetzt gehen wir noch zu dem Schmied. Da seid ihr wieder. Hier ist der Schlüssel. Minenschlüssel, wusste ich doch. Ja, ich habe mir den Schlüssel angesehen und denke, er müsste in die Tür in der alten Mine im Osten passen. Ich würde euch allerdings nicht raten, dorthin zu gehen. Es hat einen Grund, dass die Mine versperrt und Schlüssel anschließend im See versenkt wurde. Es ist schon eine ganze Weile her, aber damals sind sehr starke Monster aufgetaucht, mit denen nicht mal die Armee des Königs werden. Fertig wurden. Du hast den abgeschlossen. Belohnung zum Licht und wieder für Kontrahen. Sehr gut. Wir kratzen schon irgendwie 5000 Drachengold zusammen. Wir müssen einfach hier alles aus dem Spiel rausholen. Was es nur geht.
Und wie es nur geht. Die Frage ist aber immer noch, bei wem kann ich mich revanchieren? Ich weiß es nicht. Nein, hier brauche ich nichts. Denke mal, bei dir muss ich mich auch für nichts revanchieren. Du hast mir lieber irgendwas geholfen oder so, ja. Dann werden wir auf alle Fälle auf jeden Fall das nächste Mal erstmal hier diese Mine betreten. Da freue ich mich schon drauf. Aber bis dann würde ich dann erst einmal sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.